So, Freunde der Spiekultur, willkommen zum Sonntagabend-Livestream. Ich bin ein bisschen verspätet, das hat damit zu tun, dass ich ein bisschen Kopfschmerzen habe und ich musste überlegen, was ich heute mache. World of Warships ist zurzeit noch nicht, beziehungsweise sind gerade die Server down, deshalb kann ich nicht da ein bisschen abgammeln drin. Deshalb werden wir heute Abend mal ein bisschen Act of Aggression anspielen. Das ist im Moment die Beta. Und die Beta erreicht man, beziehungsweise bekommt man, wenn man das Spiel vorbestellt. Mich hatten die Entwickler auch mal zwischendurch angeschrieben von Eugen Software und wollten mir das Spiel zur Verfügung stellen, weil ich die VIP-Beta auch gespielt habe und vorgestellt habe. Da habe ich dann aber gemeint, ich habe euer Spiel schon gekauft, dann kam er zurück. Ja, cool, ich hoffe, du hast Spaß damit. Ja, so geht's auch, ne? Ja, Ivo habe ich gerade reingeschmissen, Rocco. Ich hoffe, meine Kopfschmerzen werden dann besser. Ja, Sex hilft auch, aber Sex mit sich selbst hilft dagegen nicht viel. So, es gibt nur Multiplayer aus Skirmish Mode und ich sehe schon, toll, es gibt hier ein Spiel gerade offen. 494 Leute online, dann mache ich lieber selbst eins auf. Komm, Public, Dr. Proofs Game, wer rein joint, ist selbst überlassen. Namt Eagle Eye. Custom Start, Observe lassen wir mal drin. Was haben wir? Starting Ressourcen, kann man nur auf Standard lassen, kein Time Limit. Gibt es inzwischen. Ja, es gibt inzwischen die Chimera auch in der Beta. Das Kartell fehlt noch. Letztes Mal haben wir ja die US Army gespielt. Deshalb werde ich mal einfach ausprobieren, was die Chimera können. Wir müssen aber erstmal warten, bis irgendjemand kommt in die Lobby. Und ich hoffe, es geht auch einfach so. Stimmt, ich hätte den Entwickler Key mal nehmen sollen, um den zu verlosen. Guck mal, ein Rutzelmann. Die Leute werden mich so kaputt nuben. Ach, weil ich schon ready bin, kann ich kein Team mehr auswählen. Wenn ich das richtig verstehe. Na, ah, verdammt. Der ohne Bild kommt auf meine Seite mit schlechten Ping. Du mich auch. Chimäre gegen US Army. Ich hoffe, es entwickelt. Also ich hoffe, es ist nicht sehr unterschiedlich, mit den Chimären zu spielen. Mit den Chimären. Mit den Chimera. Ach, jetzt haut der eine schon ab. Komm, dann gehe ich Team 1. Ich glaube, der Rutzelmann ist gut. Rutzelmann hat doofen Ping. Ich denke auch, ich werde verlieren. Ein KI-Spieler? Oh, unglaublich. Gibt's sogar wirklich. Es war einmal vor langer Zeit, wo wir Rock and Hard Place spielen wollten, aber keine Gegner fanden. Komm, es sind 500 Spieler. Irgendjemand muss doch kommen. Haben wir letztes Mal dieselbe Karte gehabt? Ich weiß es schon nicht mehr. Es ist schon so lange her, die letzte Beta. Ach komm, raus damit. So, mal gucken, wie die KI sein wird. Genau, 500 Spieler, die hocken einfach nur rum. Vor allem gegen KI kann ich sogar gewinnen. Eigentlich. Ach du Kacke, jetzt haben die so einen Rauszoom-Modus reingemacht. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder ganz von vorne denken. Die haben auf jeden Fall das Interface meist, weiter angepasst.
Hauptquartier, das ist die Ölraffinerie, Sentinel Turret, Baracken. Okay, das sind die unterschiedlichen Technikstufen, dann kann ich mich noch erinnern vom letzten Mal. Aber jetzt haben sie gemacht, dass man sehen kann, welche Ressourcen die Raffinerie anstrebt. Das hier oben müsste jetzt Öl sein. Ich sehe schon, die haben auch an der Engine von der Grafik nochmal ein bisschen was verändert. Ist okay. Fahr mal ein bisschen weiter. Mein Mitspieler ist da auch schon die Sachen am Aufdecken. Jetzt muss ich mal schnell reagieren. Und ein bisschen was bauen, sonst merkt er, dass ich der absolute Vollnoob bin im Game. Ach so, jetzt kann man auch Extraktoren bauen. Oder hat sich echt seit der ersten Alpha doch schon ein bisschen was getan, ne? So, das ist das Aluminium, das brauchen wir definitiv. Ja, Bankgebäude besetzen. Das Gelbe. Ja, dadurch kriegt man ja Geld generiert, ne? Ja, die USA, die sind ein Scanner. Den Satelliten-Overview finde ich echt geil. Genau, ab in die Bank da. Und hier oben ist nicht seltene Erde. Also es heißt seltene Erde, aber irgendjemand hatte, glaube ich, unter dem Video geschrieben, das erste, was ich dazu gemacht habe, dass es gar nicht in Wahrheit so heißt. Es ist irgendwas anderes. Enemy detected. On their way. So, umso mehr Leute ich in die Bank reinsetze, umso mehr Geld kriege ich daraus, ne? Das war ja auch noch so. Upgrade completed. Solas of the Empire, das müssen wir mal gucken, ob da noch was kommt. Enemy detected. Okay. Achso, das ist die Anzahl von Transportern, die wir haben. Oh, der andere durchsucht ganz gut. Kann ich vielleicht auch den Punkt direkt auf die Bank setzen? Sieht so aus, ne? Und die Performance ist besser geworden zur ersten Beta. Da war es echt schlimm. Okay, Gefangene. Nehmen wir erstmal das Fahrzeugdepot. Die Chimera spiele ich gerade. Aber ich habe die noch nie gespielt, deshalb ganz entspannt erstmal. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Aber ich wollte es gerne mal testen nochmal. Ich habe ja sonst nie die Zeit. So, wir haben das mal. Ja, wir haben alles voll mit Aluminium, ich verstehe. Ich überlege gerade nochmal, was die Taste war fürs Drehen. Von den Gebäuden. Upgrade completed. Ach nee, ich weiß wieder wie. Genau, das war's nämlich. Halten und dann in die Richtung drücken. Ich will gerade überlegen, warum der Rutzel immer mein Feind ist. Ach so, ich bin mit der Easy AE in dem Team.
Unit lost. Oh, Moment, dann bauen wir eben den Puma. Ich dachte eigentlich, ich bin mit dem Rutzel in meinem Team. Unit lost. Egal, wenn der Panzer fertig ist, dann passt das schon. So, was wär's? Ausbauen des nächsten Sheet-Protokolls. Unit lost. Upsala. Enemy detected. Enemy detected. Also das ist das, was in der Satellitenkarte so ein bisschen doof ist, dass sich die Einheiten von uns nicht abheben. Unit lost. Naja, das sind die ganzen Infanteristen, die ich darunter geschickt habe. Unit lost. Das ist der Helipad. Upgrade completed. Achso, hier oben kann ich auch sehen, wie viel der einnehmen würde oder wie viel der mich kostet mit den 8. Unit lost. Ah ne, es sind die Anzahl von Feldern, die dann im Bereich drin sind. Unit lost. Unit is under attack. Geh weg, Easy AI. Ach, da hat er schon so 80.000 Einheiten. Der Rutzelmann. Unit lost. Bin halt sehr gut vorbereitet darauf. No, I'm not. Enemy detected. Any new order, sir. Geh ruhig in den Reihen. Storage capacity has reached its maximum. Upgrade for new abilities. Enemy detected. Ob meine KI irgendwas macht gerade noch? Upgrade completed. Ich muss mal den ganzen Scheiß bauen, um überhaupt zu gucken, was es letztendlich macht. Enemy detected. Aluminum field depleted. What did you need? Don't be in such a hurry. Ach, Aluminium fällt depleted. Ach so, jetzt bauen die nach und nach ab. Und sobald die leer sind, so wie hier zum Beispiel, passiert da auch nichts mehr. Also können wir den jetzt verkaufen. Dann geht der weiterarbeiten hier unten und dann bauen die Felder ab. Das war im ersten Teil, beziehungsweise nicht im ersten Teil, sondern das erste Mal, wo ich gespielt hatte, sind die Felder nicht so schnell depleted. Da hat man echt lange noch was davon gehabt. Building completed. Base is under attack. Glaube ich nicht. Doch, vom Norden her. Enemy detected. Da gammelt die Easy AI ab. Wir werden übrigens definitiv verlieren. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben.
Upgrade completed. So, ab nach da oben. Stopp. Die Raffinerie muss anders gesetzt werden. Oh, jetzt habe ich zweimal dasselbe gebaut. Entschuldigung. Ach, das war hier. Sword-Protokoll falsch halten, ja. Und die kosten nämlich nur Geld. Building complete. Stopp, stopp, stopp. Ich kann das Ding da oben gerade nicht angreifen. Enemy detected. Enemy detected. Anti-Ballistic Center. Taktische Enemy Waffen. Detected. Enemy detected. Fire Range. Das eine war der Puma und der Panzer. Unit is under attack. So, Long Range Anti-Tank Missiles ausstatten. Enemy detected. Mit sowas kann ich was anfangen. Enemy detected. Ich weiß einfach noch nicht, was ich tue. Deshalb heißt der Titel von dem Stream auch: Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Storage capacity has reached its maximum. Muss so ein paar Sachen durchlesen. Aha. Base is under attack. Ja, ja, ja. Ich bin immer under attack. Unit is under attack. Genau, da haben wir noch 4. Der hier oben ist angeschlagen. Base is under attack. Die Easy AI greift mich an. Ich weiß nicht, ob das so letztendlich doch so gut war, das Ding hier einzufügen, beziehungsweise diesen Satellitenmodus, weil eigentlich macht es viel mehr Sinn, immer in dem zu spielen, als wirklich nah am Schlachtgeschehen dran zu sein. Upgrade completed. Geh mal hoch. So, dann bauen wir hier noch eine Raffinerie fürs Aluminium. Storage capacity has reached its maximum. Ja, ja, Storage ist voll. Upgrade completed. Das haben wir. Air Control Center. Anti-Ballistic Center. Jetzt sag nicht, dass ich da vorne die Units verliere. Doch, weil die dämliche AI hier rumsteht. Und der hat auch einige bei sich oben drin stehen. Upgrade completed. Übrigens, Öl regeneriert Geld und ach, da ist der erste Helikopter. Vom Rutze. Der testet auch gerade noch ein bisschen rum, glaube ich. Construction impossible. Ach so, zu weit entfernt von irgendeinem anderen Building. Ist okay. Unit
Construction impossible. Drone is targeted by the enemy. Na komm, schieß den Helikopter ab. Effizienz gegen Helikopter. Da ist er weg. Für Reparatur werde ich wahrscheinlich ein weiteres Gebäude brauchen. Hat jemand Lust auf Quiz? Was ist das denn für eine Anfrage im Chat? Stopp! Wisst ihr, was mich auch ein bisschen stört, dass man nicht zum Hauptquartier zurückrennen? Beziehungsweise automatisch, wenn man alles abwählt, das Hauptquartier auswählen kann. Also beziehungsweise, ne, ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Ach, der generiert automatisch. Synthetisch. Synthetiklabor. Stealth enemy detected. Genau, bauen wir ein paar Haubitzen auf. Und uns fehlt Elektrizität, wenn ich das richtig sehe. Also was macht man? Outpost bauen. Ja, die Easy KI ist da am Kämpfen. Hat ja auch sonst nichts zu tun, mein Freund. Da produzieren wir gerade übrigens auch so langsam. Enemy detected. Ja, die Energie ist zu schwach, ich weiß. Wir arbeiten dran. Building complete. Omega Blitz. Das ist ein richtiges Research Lab, ne? Construction impossible. Aber wir haben noch keins. Stealth enemy detected. Ja, sehr schön, da haben wir die Artillerie. Upgrade completed. Enemy detected. Unit lost. Wie viel MB passen auf eine PS2 Memory Card? Ich glaube, es war 512 KB. Mit MB hatte da überhaupt nichts mehr zu tun. Upgrade completed. Upgrade completed. Ach, da kommt der erste Jet von der Easy AI. Der will meine Ressourcen zerstören. Base is under attack. Gracia, good to go. Enemy detected. Da zieht er sich zurück. So, der Outpost generiert jetzt auch Geld, ne? Das hatte ich ja aktiviert. Base is under attack. So, die ziehen wir mal eben nach oben. Was ist das? Enemy Artillerie. Ach so, das müssen wir erst erforschen, dann können wir das Rare-Element mit der Raffinerie abbauen. Ich glaube, es war vorher noch anders. Enemy detected.
So, dann können wir das nämlich hier hinsetzen und dann können wir... Stealth enemy detected. Naja, alles gut. Was war nochmal das Ding, was sehr gut gegen Flugzeuge war? Enemy detected. Der hier, der Metal Storm. Muss jetzt aufpassen wegen den dämlichen Jägern. Unit is under attack. Base is under attack. Building complete. Schieß doch den dämlichen Jäger ab. Mein Gott, wenn wirklich Flugzeuge so viel aushalten würden. Gibt's denn kein Ground angreifen? Doch, gibt's. Wie viele Abonnenten ich zurzeit habe? Ein paar. So, machen wir mal das Ding frei. Und wenn es nicht frei wird, ist halt alles tot, was unten steht. So, da haben wir auch keine Depots mehr, können wir verkaufen. Hier auch. Nichts mehr zum Abbauen. Oh, Vorsicht, Tanks. Unit lost. Da habe ich gerade nichts gegen. So, die Kleinen sind ja ganz gut gegen Luftziele, wie ich das richtig gesehen hatte. Da können wir im Moment nichts ausbauen. Hier könnten wir den Bereich ausbauen. Iron Fist System. To intercept enemy missiles. Okay, dann können wir feindliche Raketen abwehren. Dafür haben wir zu wenig Power. Unit lost. Singer Anti-Aircraft Missiles. Terminators with Anti-Tank Missiles. High Rate of Fire. Upgrade. Oh, ich bin ein bisschen überfordert. Grenadierteam. Kann sein, dass mir noch was fehlt, wie so eine große Waffenfabrik. Ja, es ist die, ne? Aber dafür fehlt mir jetzt gleich wieder die Energie. Weil nur Outposts Energie generieren. Wo ich mich ein bisschen wundere, weil ich glaube, beim ersten, beziehungsweise bei den Amerikanern, kann man doch insgesamt die Energie durch diese Elektrozäune machen. Oh, meine Raffinerie links wurde zerstört. Ich hatte gerade mal Zeit zu gucken wegen dem Chat, dass wir den anpassen. So, die Hitpoints vom Constructor erhöhen. Enemy detected. Building completed. Die Easy AI geht mir einfach nur auf die Eier unten. Base is under attack. Oh, wo kommen die denn alle her?
Ach, der hat da einen Transporthelikopter mal getestet. Upgrade completed. Stealth enemy detected. Mhm, multipler Rocket Launcher. Ja, das ist eine Ground-Drohne. Unit is under attack. The hell is this one doing here? Dann bauen wir noch ein paar von denen mit. Base is under attack. Ah, seht ihr, das schießt die Raketen ab. Unit lost. Die gefeuert werden. Enemy detected. Ich dachte, die wären so effizient gegen die. Unit lost. Oder nur gegen die Helikopter. Stealth enemy detected. Unit lost. Ah, sind schon die Raketeneinheiten dabei. Können wir die auch mal testen. Enemy detected. Base is under attack. Enemy detected. Na komm, Feuer auf den. Base is under attack. Oh, ist aber sehr viel, sehr viel Range drin. Unit lost. Beziehungsweise, da ist ganz schön der Area-Schaden. AOE. Stealth enemy detected. Boah, wie mir die Sicht einfach so voll auf die Eier geht in der Mitte, ne? Enemy detected. Enemy detected. Unit lost. Base is under attack. Base is undergoing power failure. Wo hat der denn jetzt mein Outpost zerstört? Enemy detected. Egal, gucken wir mal, was ist. Doch, da ist Multiplayer. Storage capacity has reached its maximum. Enemy detected. Ach, hier hängt die Easy KI drin. Enemy detected. Unit lost. Genau, Hauptsache die Easy AI hatte ja noch eine. Sie so eine kleine Armee gebaut. Bup, 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 bup. Eigentlich ist das Spiel nicht schlecht. Vor allem, wir sind ja noch in der Beta drin. Ich weiß aber nicht, mit der Satellitensicht, die jetzt drin ist, die noch nicht in der Beta verfügbar war, ob das wirklich so tragend ist, weil es macht eigentlich mehr Sinn, in der Satellitensicht durchgehend zu spielen, finde ich. Finde ich dann immer ein bisschen schade, weil man eigentlich vom Spiel nichts sieht. Aber im Game, also beziehungsweise wenn ich rangehe, kennt ihr das, wenn es weder Fleisch noch Gemüse ist?
Und das habe ich so das Gefühl ein bisschen. Ist ja eigentlich von Egon Software. Oder Eugen. Eugen Software ist das ja. Upgrade completed. Oh, Rutzelmann zerstört meine Raffinerien. Upgrade completed. Ich kann gerade nicht so viel dagegen machen. Upgrade completed. Upgrade completed. Pfui. Lass das hässlicher Rutzelmann. Enemy detected. Unit is under attack. Tja, die Raketen werden leider alle aufgehalten von dir. Base is under attack. Das hat ja auch solche AOE-Werfer. Also ich fand die Amis ein bisschen besser zu spielen. Obwohl ich den Unterschied noch gar nicht gemerkt habe. Ja, der Rutzelmann ist aber zusammen mit der AI unterwegs immer. Mal gucken, ob die AI auch das macht, was ich will. Enemy detected. Enemy detected. Unit lost. Enemy detected. Ja. Meine Easy AI ist tot. Unit is under attack. Meine Ressourcenproduktion ist auch tot. Enemy detected. Die Easy KI cheatet, genau. Nein, so schlimm ist dann auch nicht. Ja, es sieht ein wenig aus wie C&C Cloud Plays. Aber eigentlich ist es wirklich der Nachfolger von Act of War. Weil jetzt ist es der Act of Aggression. Ah, ich muss zurück. So, ich hoffe, so ein Jäger kostet richtig viel Kohle. Enemy detected. Unit lost. So, da ist der auch weg. Base is under attack. Warum muss ich meinem einfach nur sagen? Pass mal auf, Junge. Greif doch mal einfach den Feind an. Vielleicht reagiert die ja eher so. Aber es scheint so, als wenn die AI mehr Probleme hätte, sich zu verteidigen gerade. Unit lost. Enemy detected. Ja, ich hasse euch auch.
Da haben wir das Ding echt zum vollwertigen. Moment. Unit is under attack. Ich muss leider die beiden hier unten leer machen. Base is under attack. Werde ich überleben. Enemy detected. Unit lost. Was, so schnell ist der Sentinel Tower im Eimer? Building completed. Unit lost. Mhm. Ich bin jetzt eh so gut wie erledigt, aber der ist besonders effizient gegen feindliche Lufteinheiten, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Feuer doch einfach auf die da hinten dann eben. Ach, jetzt weil der unter Beschuss ist, kann er nicht feuern oder was? Enemy detected. Unit lost. Witziges Ding. Wollte ich nur mal eben testen. Unit lost. Ich gebe ja schon auf. Errungenschaft Duell. Eine Kampagne soll drin sein in der Finalen. Hallo Jan. Warum kein Ja? Hi, natürlich hi. Nabend. Komm, wir gehen einfach mal in... Ach, können wir nicht... Session ist full. Na toll. Bin ich jetzt schon ein bisschen intelligenter geworden? Ich bin mir nicht sicher. Deshalb gehe ich lieber auf US Army wieder. Hallo Letos. Du bist, wenn du 45 Euro zahlst, kriegst du die Beta nur. Also du kriegst automatisch Zugriff zur Beta. Du musst dafür nichts bezahlen letztendlich. Also beziehungsweise, du bezahlst ja nicht für die Beta, du bezahlst für das vollwertige Spiel letztendlich. Nee, es war ja nicht nur Easy KI, sondern wir haben ja, ich habe ja gegen Menschenspieler und Easy KI gespielt und ich habe nur ein bisschen was geguckt. Deshalb hat die mich geownt. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich bin ja nur so ein bisschen am Gucken. Weil ich noch nicht dazu kam, das Spiel irgendwie zu spielen ausgiebig. Kannst ja auch niemanden an den Kontrollpult setzen irgendwo und sagen, ja, du kannst doch Strategie, kein Problem, mach's jetzt einfach. Freigesprochen auf was? Ah.
Warum sollte er nicht nochmal dürfen? Wahrscheinlich, weil er den Stream guckt. Ich weiß nicht, ob das Spiel für Mac kommt. Woher soll ich das wissen wieder? Go, der eine war noch nicht ready. Du musst funktionieren, ich muss funktionieren! So. Jetzt weiß ich wenigstens schon eher, was zu tun ist. Ein bisschen eher. So, jetzt haben wir nämlich hier die DEFCON-Stufen, die kenne ich ja noch vom letzten Mal. Dann gehen wir direkt auf das Aluminiumfeld. Gleichzeitig sollten wir schon mal die Baracken bauen. Die Amerikaner erforschen übrigens mit dem Fahrzeug auch, genauso wie bei den Chimeras, die Umgebung. Ein Traum wird wahr. So, die haben dann einen Feed-Generator. Jetzt haben wir hier die Baracken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passen hier rein. Das ist eine Bank, da kriegen wir dann das Geld her. Für alle, die jetzt noch nicht gekommen sind. Beziehungsweise die jetzt gekommen sind. Die jetzt nicht gekommen sind. Beim letzten Mal, wo ich hier die sexuellen Anspielungen gemacht habe. Ah, ist das schön, hier oben ist auch nochmal Öl. Jetzt habe ich nämlich gedacht, dass hier noch was versteckt ist irgendwie. Weil letztes Mal habe ich nicht in die Richtung überhaupt nicht geguckt. Die Bank generiert nämlich Geld und Öl generiert Geld. Ressourcen werden für etwas bessere Einheiten benötigt, aber die meisten Einheiten kannst du wirklich einfach kaufen aus den, wie heißt das? Auch vom Geld her. Jedenfalls die Schwächeren, die Stärkeren und auch Forschung brauchen halt immer die Ressourcen. Wo ich ein bisschen doof finde, ist Aluminium und das Rare-Material sich die gleichen Ressourcen, also die gleich, das gleiche Lager teilt. Building completed. Genau, und dann bauen wir hier unten die nächste Raffinerie. Proof der Massenbefriediger, ja. Maximum storage reached. Vor allem jetzt spiele ich doch mit Read the Bible zusammen und nicht mit dem Rutzel. Enemy unit detected. Survey team at your disposal. So, ab nach da oben. Ah, ihr seht schon, die Chimären konnten aber dafür, Chimera, die andere Fraktion, konnte einen weiteren Bordturm bauen. Und die Amerikaner zapfen, glaube ich, alles sofort an. Dafür sind die, zapfen die es gleichmäßig ab. Wie ich das richtig sehe. MG-Nest. So, meine Soldaten ziehen da oben drüber. Maximum storage reached. So, da muss man Aluminium-Kack gerade noch nicht machen. Maximum Storage, dafür gibt es ja den Lem. So, ich hoffe mal, da sitzt noch keiner drin von dem. Building completed. So, hoch. DEFCON 2 kostet 2000. Ah, okay, man muss auf jeden Fall die Lems bauen, um mehr Ressourcen einlagern zu können. Sonst kommt man nicht in die nächste Stufe. There's a rare earth deposit here.
Enemy unit detected. Can I kill him? Unit is under attack. Welche, wo, warum? Ach so, da unten an der Ecke stand gerade einer. Der wurde aber erschossen. We're gonna check this perimeter. Sir, I'm thrilled to announce that we found oil. Maximum storage reached. Schon wieder. Aber es sind genau 2000, deshalb können wir jetzt auf DEFCON 2 gehen. So, da ist nichts mehr. Und da ist der Rutzel. Diesmal hänge ich da schon drin, Rutzel. Da kriegst du nichts mehr. DEFCON 2 available. Mit Anti-Tank-Missiles upgraden. Kommt mir auch so vor, als wenn die Amis generell mehr Soldaten haben. Gegen Aircraft und Infanterie effizient. So, noch mehr Strom bitte. Construction impossible. Okay, let's move. Full throttle. Building completed. Hellfire Anti-Tank Missiles für 1500. DEFCON 1 brauchen wir noch mehr. Was ist denn... Ach, und erweitert die Construction Zone. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei weitere, weil kommen wir auf 4000 maximal. So, Vehicle Bell haben wir, Logistik Center, Base Upgrades. Building completed. So, und in der Armory werde ich wahrscheinlich bei den Amis dann forschen können. Survey team at your disposal. Okay, Steel Air Units erforschen. Nicht erforschen, sondern sehen können. Die Lamps sind gesetzt, Energie sind gesetzt und jetzt haben wir hier unsere Forschung, das Survival Kit. Ja, Energie nicht aufgepasst. Och, Rutzel, man hat schon aufgegeben. Weil der da, Reed the Beeble, hat schon den angegriffen oben. Oh, so eine doofe Kacke. Nein, DEFCON 1 will ich gerade nicht. Ja, jetzt hat Metal auch aufgegeben. Weil der andere abgehauen ist. Der andere hat dich tot gerusht. Lustigerweise war ich jetzt wirklich, ich habe zwar nichts getötet, aber ich war am effizientesten von den Ressourcenmanagement. Ich werde wahrscheinlich nächstes Mal Windows 10 haben, ja. DEFCON ist die Forschungsstufe. Wurde richtig erkannt. Guck mal, ein 8 gegen 8. 8 gegen 8 sei es schon. Ein 4 gegen 4.
Übrigens, in meiner Baustelle, in der ich lebe, ist übrigens jetzt das Klo fertig. Nee, ist gar nicht fertig geworden. Sagen wir, ich kann das Klo benutzen. Ich habe aber keinen Klodeckel von meinem Vermieter bekommen. Das könnte aber auch relativ normal sein in dieser Welt. Dazu kommt noch, dass ich die Dusche benutzen kann, aber keinen Duschvorhang besitze oder sonst irgendwas in die Richtung. Ich keinen Spiegelschrank habe, sonst irgendwas. Die Badewanne nicht benutzen kann. Dann habe ich noch 80 Millionen Tonnen hier rumlungern. Also, läuft. Man kann aber sagen, dass Windows 10 wahrscheinlich so viele Krankheiten haben wird, weil die Preview-Version aktuell ziemlich stabil gelaufen sind. Man wird sehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht am ersten Tag, wo es möglich ist, dass ich das Upgrade machen kann, werde ich das wahrscheinlich nicht sofort machen, aber ich werde diesmal relativ schnell umsteigen, weil ich ja schon bei 8.1 geschludert habe und nicht gemacht habe. Einrichtung ist überbewertet. Ich habe Einrichtung. Sie steht komplett im Wohnzimmer. Immerhin geht mein ganzer Scheiß mit den Fernsehern und so Geschichten. Und das Internet geht. Man zieht in eine unfertige Wohnung, weil die eigentlich heute hätte fertig sein müssen. Beziehungsweise am Mittwoch hätte sie fertig sein müssen. Jetzt bin ich schon ein bisschen abgehauen. Ja, die Sache ist, Microsoft geht von der Sache weg, was früher mal vom Europäischen Gerichtshof angemerkt wurde, dass bestimmte Software-Sachen direkt integriert sind, wie der Media Player. Ist halt weg. Muss sich halt jemand runterladen. Du kriegst den ganz normal geladen, glaube ich, ne? Es ist nur von der Standardinstallation, ist der nicht dabei. Das ist genauso wie, Internet ist wichtig. Und es war ja auch der erste Raum hier, dieser kleine Studioraum bei mir, der fertig war, während die anderen Räume, ja, sind Lager. Schön, ich bin rot. So. Da können wir direkt mal gucken, was abgeht. So, dann haben wir erstmal die ersten Ölfelder. Die Karte kenne ich natürlich nicht. Aber ich baue mal direkt die Baracke, damit wir uns in die Bank setzen können. Kann man ein bisschen gucken, was mein Mitspieler macht. Der macht das Ähnliche. Also er macht's ähnlich. Vor allem kann man bei 8 Spielern mal gucken, wie inzwischen schon die Performance ist. Bei sehr großen Multiplayer-Matches. Die meisten wollen ja eh nur 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 spielen. Dein WLAN ist immer ausgegangen bei Windows 10 Preview. Naja, ich habe keinen WLAN. Ich finde, WLAN ist ganz schrecklich für Gamer. Wo ist denn das erste Aluminiumfeld? Ach, hier vorne, hier oben. Und schon bin ich langsamer als der andere. Da ist die seltene Erde. Von den Ressourcen ist es doch ganz nett bestickt. Meine Güte. Building completed. Vielleicht soll ich mal mein Team fragen, ob die eine Taktik verfolgen.
Building completed. Taktik ist wahrscheinlich gewinnen. Hat er die Bank überhaupt eingenommen? Die hier unten schon. Dabei ist das so wichtig. Wie sieht das aus mit denen? Okay, der arbeitet immer nur mit einer Abbau-Unit. Building completed. Weiß ich auch nicht, ob das so optimal ist. Die Bank ist auch mit 3 besetzt. Ich weiß gar nicht, normalerweise... Ach, 3 ist das Minimum, um die 30 zu bekommen wahrscheinlich. Deshalb setzen die nur 3 rein, anstatt 6. Possible. So, Light Vehicle dahin. Und du bitte hier weiter forschen. Darum haben wir nämlich noch mehr Öl. Geld ist echt wichtig. Enemy Unit detected. Lemming Train. Enemy unit detected. Achso, auf Leertaste kann man immer die Aktionen sehen. Beziehungsweise wo die Information ist. Wenn zum Beispiel Enemy Unit detected kommt, muss man nur Leertaste drücken und dann hat man die, beziehungsweise sieht man die, wo diese feindliche Einheit gesehen wurde. Shredder Movement Speed. M933. Power Plant of Feed Generator. Erstmal brauchen wir wieder mehr Energie. So, dann bauen wir hier oben den Lem. Building completed. Das Doofe ist wirklich die Base Construction Zone. Das schränkt so die Amerikaner ein bisschen ein. Building completed. At your service, sir. Weil seht ihr hier der Rechte, wie der hier ausbaut mit, den, mit der Raffinerie. Der versucht hier echt unglaublich schnell sehr viel Geld aufzubauen. Sehr viel Geld zu erhalten. Der baut doch direkt aus auf mehrere Transporter. Dann mache ich die hier auch mal auf Maximum. Das Aluminium ist jetzt gerade nicht so wichtig. Wir sind aber schon, haben schon genug, um DEFCON 2 zu erreichen. Ach, der hat ein paar da reingesetzt. Dann teilt man sich das Geld, was die Bank generiert. Auch nicht verkehrt, oder? Vor allem das Schöne ist, ich sitze in der Mitte. Beziehungsweise so ein bisschen geschützt von links und rechts. Die müssten schon wie ich hier reinmarschieren quer. Um mich vernünftig anzugreifen. Ich spiele die Amerikaner gerade. US Army. Building completed. Heavy Vehicle Bay Power Plant. Building completed. Das ist etwas, was ich mal wirklich brauchen kann. So, den nächsten Lem aufbauen. Hier bauen wir auch sofort alle.
Ich sehe keine feindliche Einheit, was auch immer der da gesehen haben soll. Irgendwie unsere Feinde... Enemy unit detected. Nimmt nichts ein. Ach doch, da sind welche drin. Unit is under attack. Achso, die gehen dann rein und kämpfen dann im Gebäude gegeneinander, oder was? Ja, anscheinend. Building completed. Haben wir aber verloren innen drin. Building completed. I need more Aluminium. Enemy unit detected. Air Control Center. Enemy unit detected. Ach so, ruft Bomber oder Fighter? So, Armory müssen wir noch bauen. Was haben wir hier? Logistikcenter. Da haben wir DEFCON 1 durch. Building completed. Ich überlege, ob ich noch mehr Aluminium brauche. Also, ich brauche definitiv noch mehr Aluminium, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich will mich einigen, die Häuserreihe im Norden ist so einladend. Ja, die Satellitenübersicht ist vor allem Ding. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Die Satellitenübersicht sieht ein wenig hässlich aus. Das haben die, glaube ich, eingebaut, weil sich bestimmt viele beschwert haben. Dass die Sicht so nah ist, ne? Sieht man ja hier. Da hat man natürlich keine Übersicht oder sonst irgendwas. Aber es, ich muss auch sagen, es ist einfach viel zu nah. Es ist, glaube ich, näher als StarCraft 2. Und da kriegt man ja schon den Hau weg. So, Repair Vehicle. Da können wir die maximale Ladekapazität erweitern. Und das ist die maximale Geschwindigkeit für unser Teil da. Für den, der die Ressourcen einsammelt. Upgrade completed. Genau, versuch mal DEFCON 1 durchzuziehen. Das Air Control Center ist jetzt nichts, was ich gerade haben will. Da können wir lieber versuchen, das, genau, Heavy Vehicle Bay. Construction impossible. So, setzen wir den mal. Upgrade completed. Phalanx brauche ich jetzt gerade auch nicht. Defense-Projektion, MG-Netz, Base-Projection. Achso, dann kann ich eine vorgezogene Basis bauen. Aha, Aircrafts mit Flares ausstatten. Wir können eigentlich die Sachen, die nur
Geld kosten, die wir auch benötigen könnten, gerade einfach mal einfügen. Beziehungsweise durchziehen. Upgrade completed. Weil mehr als genug Kohle. Das, was uns fehlt, ist einfach Aluminium. Building completed. Ach so, das ist wirklich für die, genau, da sieht man nämlich den Unterschied. Die Amerikaner haben wirklich einen anderen Extraktor für die Rare Earth, seltene Erde. Building completed. Stock Elektrizität. Meint er es so, wie ich das denke? Dass er wirklich Elektrizität speichert? Ah ne, erhöht die Elektrizität, die ausgegeben wird. Ich glaube, wenn ich den da hinsetze, habe ich ein Problem. Enemy unit detected. Where do you want it delivered? Enemy unit detected. Ah, machen wir erst das Upgrade. Dann kriegen wir sogar Kohle dafür. Bauen wir mal eine kleine Truppe auf. Upgrade completed. Peacekeeper. Nukleare Raketen übers Battlefield. Die seltene Erde, dafür müssen wir zwar noch abbauen. Aber es passt schon. Ach, da hat der Defense Positions gebaut da oben. Ah, verdammt, das habe ich vergessen. Damit können die länger die Felder abbauen. Das wurde vorhin schon mal im Chat gesagt. Da ist der Blazer. Dann können wir Blazer-Einheiten auch noch bauen, weil die können dann getarnte Einheiten entdecken. Upgrade completed. Was ist denn mit dir? Willst du nicht mal die seltenen Ressourcen noch abbauen und wegbringen? Enemy unit detected. Oh, bist du ständig zu voll. Maximum storage reached. Es sieht so aus, wenn der nicht die Construction Zone erweitert. Ach du Kacke, die haben ja super Stau. Ich muss die verdammten Ressourcen loswerden. Where do you want it delivered?
Tank Survival Kit 1 würde da eine Verbesserung bringen. Der Task, ne? Dann bauen wir den Task doch auch mal. Maximum Storage reached. Ich arbeite dran mit dem Storage. Tactical Missile System. Genau, bauen wir einfach ein paar Abrams, oder? Geldtechnisch, wir explodieren vor Geld. Upgrade completed. Building start. Meine Mitspieler scheinen sich alle so ein bisschen zu bunkern. Ach, guck mal, da sind auch noch Rare-Ressourcen. Boah. Danke, dass du die Constructor-Dinger auch mal losschickst, mein Freund. Ach so, der konnte das vorher nicht aufbauen, weil wir noch hier am Sammeln waren für den Peacekeeper. So, jetzt ein bisschen mehr Platz da, aber ich glaube, ich habe schon die... ja, die ganze Wegfindung kaputt gemacht. Genau, kümmere dich mal um taktische Missiles. Da oben kommen schon Atomraketen angeflogen. Maximum Storage reached. Natürlich genau auf die Hauptbase von dem. Ohne dass der gucken musste. Boah, ah, ah. Na komm, ab in eure Fahrzeuge. Stinger hier. I'm glad I won't have to walk that one. Finally some action. Sagt er. Ich sag dem gleich auch M. Da kam was vom Himmel. Ich glaub dir sogar. Enemy Unit detected. Aber sei mal entspannt, ich komme auch vom Himmel. Upgrade completed. Stealth Enemy Unit detected. Enemy Unit detected. So, ich spreng jetzt die Banken frei für mich. Enemy Unit detected. Ich weiß, dass da welche drin sind. Enemy Unit detected. Maximum storage reached. Locking on target. Okay, let's move. Full throttle. You got a mission for us? Everybody out! And quick! Javelin reporting for duty, sir. Redeploy. Na komm, hoch da. Javelin reporting for duty, sir. Enemy unit detected. Okay, full throttle. Ich glaube, die kamen aus der Mitte, die feindlichen Raketen, oder? Ja, gleich, vielleicht mal. Erstmal ziehen wir ein bisschen weiter. Gibt Schlimmeres.
Enemy unit detected. Aye, aye, sir. So, nimm die nächste Bank ein. Unit lost. There's nothing left of them. Da ganz hinten. So, der ist leer. Enemy unit detected. Na, wie viel halten die denn aus? Genau. Komm, zieh weg. Baut er einfach 8000 Valkyre. So, diese Valkyre-Dinger, oder? Ja, überwiegend. Da kommen die nächsten beiden Atomraketen. Boah, leider habe ich null Ahnung, wo ich die dämliche taktische Atomrakete von dem hinten pfeffern soll. Warum haben die direkt zwei gebaut? Das kotzt ja am meisten an. Ja, weil er die ganze Zeit die taktischen Raketen macht. Enemy unit detected. Maximum storage reached. Ich bin im Verliererteam. Enemy unit detected. Im Loser Bracket. Nein! Da denke ich, dass ich von Ressource gar nicht mal schlecht bin. Ich hätte vielleicht mehr Atomraketen bauen sollen. Construction impossible. Enemy unit detected. Oh, einfach nur die Anti-Tank-Dinger reinpfeffern. Beziehungsweise die einen Dinger hier, die sind ja. Building completed. Ach, er will nur noch zuschauen. Building completed. Oil field depleted. Finally some action. Building completed. Full throttle. Target! Can I kill him? Let's find ourselves some prey. Oil field depleted. Building completed. Oh, ich muss den aufhalten hier unten. Unit is under attack. Na komm, gib Stoff. Maximum storage reached. Unit lost. Warum haben wir auch ganz gut getroffen? Unit lost. Unit lost. Unit lost. Wie die Viecher einfach schneller sind als meine Einheiten, ey. So eine Hure. Unit lost. Das ist der einzige Vorteil von den scheiß Mistdingern. Unit lost. So eine Hure, ey. Ich könnte jetzt schon so kotzen. Unit lost. I'm gonna die.
Der hat nämlich jetzt meine ganzen taktischen Verteidigungssysteme zerstört. Unit lost. Ja, natürlich, ey. Was ist das denn für eine übertriebene Power von den Einheiten? Und meine scheiß Abrams kommen da angekrochen. Ja, ja, irgendwo. Enemy unit detected. Sorry, Metal. Nein, der hat überhaupt nicht im Alleingang alles von uns weggemacht. Ihr hättet nur die taktischen Verteidigungseinrichtungen bauen müssen, wie ich. Aber die habe ich jetzt auch schon verloren. Unit lost. Unit lost. Mihihihi. Unit lost. Bam! Fick dich! Unglaublich, und überleben? Nuklearschlag auf sich selbst. Fick dich. Das wird ein gutes GIF. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Ey, irgendjemand hat mir seine Basis übergeben. Was soll denn so ein Blödsinn? Unit lost. Ich würde sagen, dass ich im Ressource-Management wahrscheinlich wieder ziemlich hoch eingestuft bin. Würde ich mal so spekulieren jetzt. Ich muss nur noch die richtige Angriffstaktik verfolgen, direkt von Anfang an, und nicht durch rumprobieren meine Armeen aufbauen. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Was ist ein L ist ein Hotkey für Verkaufen. Da gehört es auch hin für Lell. Ich verlell's meine Einheiten. So, jetzt aber. Das Spiel kostet, glaube ich, bei MMOGAT vorhin einer gesagt 33 Euro. Bei GamesPlanet, mein Partner, kostet das, glaube ich, auch irgendwas mit 36 Euro. Aber ich bin Level 2 in meiner XP-Stufe. Jetzt gucken wir mal eben rein. Also Metal hat lustigerweise wirklich das meiste Metall regeneriert. Ich war bei Aluminium ein bisschen träge. Aber dafür bei Rare-Material und bei Credits ganz weit vorne von den Ressourcensammeln. Aber dafür habe ich halt wenig Einheiten produziert. Ich wusste gar nicht, wohin mit meiner Kohle. Was haben wir hier? 29 Minuten. Blub. Naja, gibt Schlimmeres. Wir üben ja noch. So. Aber da jetzt die WoW World of Warships Server wieder da sind, wechseln wir mal einfach rüber.